willkommen bei einem weiteren Video von unserem Channel B-Part Gaming und willkommen zu unserem ersten Video zum FIFA 2014 Weltmeisterschaftsspiel. Das ist jetzt von EA rausgekommen vor ein paar Tagen. Ich möchte es jetzt hier in diesem Video einfach mal anspielen. Und das ist, wie gesagt, ein eigenes FIFA, was jetzt extra für die Weltmeisterschaft rausgekommen ist. Die beginnt ja so in 2 Monaten ungefähr. Hier startet jetzt nochmal die Intro-Sequenz, der Trailer, den man vielleicht auch schon kennt. Und da sieht man auch schon hier die Eröffnungszeremonie, also die Atmosphäre, die einfach bei der Weltmeisterschaft besonders ist, soll auch in diesem Spiel besonders herübergebracht werden. Und da ja dann auch hier Nationalhymnen, Fans, die mitsingen und Handshakes, Choreos von den Fans und dann natürlich auch hier Trainer sieht man jetzt hier besonders. Das war schon bei dem Europameisterschaftsteil drinne. Und dann geht es jetzt hier auch schon los mit dem Kicken und ich wurde jetzt leider vom PSN abgemeldet. Da müssen wir gleich uns nochmal neu anmelden, weil wir wollen ja jetzt hier auch in dieser Folge dann direkt online spielen. Also ich habe bis jetzt einmal die Demo gespielt oder ja 3-4 Spiele gemacht. Einmal gegen Malte, dazu hatten wir auch ein Video gemacht. Leider konnten wir das aufgrund von technischen Problemen nicht bringen. Das wird hoffentlich heute besser. Und dann bin ich mal gespannt, was mich hier erwartet. Hier sieht man auch schon, um was es im Endeffekt geht, nämlich den Weltmeisterschaftspokal. Und dann ja, starten wir gleich einfach mal so rein. Ich würde jetzt hier gerne weitermachen, aber dann sieht man, wie ich mich beim PSN anmelde. Also gleich sehen wir uns dann im Spiel, wenn ich angemeldet bin. So, da sind wir jetzt hier im Hauptmenü und ich würde sagen, ich rede gar nicht lang drum herum. Ich habe vorhin schon mal kurz so die wichtigsten Einstellungen vorgenommen. Hier sieht man auch schön, dass in 56 Tagen quasi die WM losgehen wird. Ich freue mich schon drauf, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, aus deutscher Sicht bin ich nicht mehr ganz so optimistisch. Und ich würde sagen, online FIFA 2014 WM kann man gegeneinander spielen. Das wusste ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Jetzt müssen erstmal Kader runtergeladen werden. Das klingt aber interessant. Ich möchte mal ganz kurz reingucken, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, was es genau mit auf sich hat. Aber ansonsten wollte ich jetzt eigentlich ein ganz normales Online-Spiel eigentlich machen, so in Liga 10 quasi starten. Jawohl, sehr gerne. Kann ich ein Land auswählen? Okay. Ich mache einfach mal Deutschland. Und gegen wen spiele ich da? Ah, ich habe keine Ahnung, was man hier macht. Ich finde das heraus und das gibt es dann vielleicht fürs nächste Mal. Also sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich weiß aber nicht, was es ist. Weil hier steht immer so von wegen bestes Ergebnis, Community-Durchschnitt. Also man vertritt dann vielleicht in dem Fall Deutschland oder so. Nee, ich starte einfach mal. Ich werde aber vorher hier natürlich Einstellungen vornehmen. Ist ja logisch. Ich werde Formationen. Ich finde total kurios, wie sie die Farben geändert haben. Das kannte ich so aus einem, ja, sage ich mal, vorläufigen FIFA, was ich mal bei einem Event gespielt habe, dass die Farben nicht gestimmt haben. Weil normalerweise ist ja blau zum Beispiel Stürmer, gelb sind Innenverteidiger, rot ist, glaube ich, Torhüter und grün ist Mittelfeld. Das ist genau hier einmal durcheinander geworfen. Finde ich, wie gesagt, sehr interessant. Und wir werden hier natürlich mit Deutschland spielen. Warum gerade Reus einen Downgrade hat, das kann man mir gerade nicht vernünftig erklären, weil Reus ist gerade bombastisch in Form. Puh, wen spiele ich denn? Na, Mats Hummels muss da natürlich rein. Hallo, was geht? Götze Gomez. Ja, Götze Gomez natürlich rein. Natürlich. Aber also man hat natürlich schon im deutschen Kader jede Menge Möglichkeiten. Boah. Also Schweinsteiger groß finde ich eigentlich gut. Und Reus auf dem Flügel finde ich auch gut. Özil auf der 10 ist okay. Ich lasse das einfach so direkt. Und dann habe ich gar nicht so viel verändert. Wobei, LV kann ich noch überlegen. Dann habe ich dann noch Aogo. Nee, nicht wirklich. Dann lassen wir das so. Und spielen dann jetzt... Ach, nur eine Sache wollte ich noch nachschauen. Nämlich, ob ich die Schnelltaktik, die ich eingestellt habe, ob die beibehalten wurde. Wow, wow, wow. Ja, das muss gespeichert werden. Dann werde ich jetzt nicht nochmal reingehen. Weil wenn das jetzt auch nochmal gespeichert werden muss, gleich dann wird ja wieder viel zu viel gespeichert. Sondern wir spielen jetzt einfach mal. Wir suchen. Ich weiß nicht, was... Also ich bin anscheinend in der Turnierrunde. Ich kann quasi meine eigene Weltmeisterschaft spielen. Okay. Vertrete dabei Deutschland. Und ich weiß jetzt gerade nicht, ob das die Gruppenphase ist, die ich spiele, oder ob ich direkt in der Achtelfinale starte. Aber gut.
Warum nicht? Dann spielen wir halt direkt die erste Weltmeisterschaft. Klar, immer wieder gerne. Grafisch, glaube ich, wurde nochmal so ein bisschen aufpoliert. Ich fand es in der Demo, muss ich sagen, es hat sich sehr komisch gespielt. Also man hat gemerkt, was auch so das Augenmerk ist, hier bei diesem FIFA ist so ein bisschen das Arcade-mäßige im Vordergrund. So wie man es vielleicht kennt, wenn man, ich lasse das mal am Anfang jetzt alles laufen, da wird der Gegner wahrscheinlich total ausrasten und bin vielleicht auch mal ein bisschen ruhiger. Ich spiele anscheinend gegen Türkei und ja, ich lasse es mal laufen. Oh ja, die Fans hier voll am Ausrasten. Oh ja. Hier das Geflitter durch die Menge. Und ich höre leider gar nicht so viel, weil ich den Ton aus habe. Das soll Jogi Löw sein, nehme ich an. Okay, er sieht sehr gestresst aus. Es war anscheinend eine schwierige Zeit vor der WM, wenn man sich ihn so, wenn man so in sein Gesicht schaut. Also das war die türkische Nationalhymne, wenn ich das jetzt. Ich habe nur ganz, ganz wenig Ton. Jetzt kommt die deutsche. Da ein Blick auf die Fanmeile. Ich hoffe, das gibt jetzt keine rechtlichen Probleme. Weil wenn man so lange Sequenzen einfach nur ohne irgendwie Commentary oder ähnliches laufen lässt, dann erkennt direkt YouTube, oh, da ist irgendwas direkt von woanders genommen und geklaut und hast keine Rechte dafür und so weiter. Ich hoffe, wie gesagt, es gibt keine rechtlichen Probleme, ansonsten muss ich das vielleicht rausschneiden oder sowas. So, der Gegner spielt mit der Türkei und hat natürlich da ein etwas schwächeres Team. Aha, ich muss jetzt nochmal gleich meine individuelle Taktik einstellen. Ich habe die nämlich schon mir auch hier zurechtgelegt. Ich bin momentan, wenn ich immer zufriedener, wie es läuft. Nein, da muss ich hier nicht rein. Sondern bei Schnelltaktik. Und da machen wir dann hier 1 und 2. Ich weiß noch nicht, welche ich spiele. Sie unterscheiden sich nur minimal. Wobei ich sagen muss, die 2er-Variante ist noch nicht ganz getestet, hätte ich gesagt. Oh, ich habe es falsch rumgelegt. Okay. So. Jetzt noch das. Und jetzt kann es loslegen. Losgehen. Und oh ja, da konnte ich schon mal direkt mit groß ein bisschen anziehen. Und ich muss sagen, als ich das gespielt habe, es hat sich schon ein bisschen komisch gespielt. Wobei ich glaube, das lag auch an Einstellungen, die ich getätigt hatte in den Controller-Einstellungen. Aber was wollte ich sagen? Arcade-mäßig, richtig. Das war der Punkt, wo ich gerade stehen geblieben war. Das merkt man ja so, wenn man vergleicht FIFA und also das reguläre FIFA und dann Ultimate Team. Ultimate Team ist immer so ein bisschen Arcade. Und hier ist es ähnlich, wobei ich jetzt sagen muss, der Eindruck ist gerade nicht ganz so gravierend, wie ich ihn bei der Demo hatte. Shit, da habe ich jetzt leider zu viel Tempo bei groß gehabt. Aber Schmelzer steht da. Braucht sehr lange, um den Ball zu verarbeiten. Okay, weil sowas hatte ich eigentlich das Gefühl in der Demo, das wird bedeutend schneller gehen. Also, dass man hier da dann einfach ja, sagt, Ball angenommen und das muss jetzt nicht zwingend realistisch sein. Ich wollte eigentlich einen Roulette machen. Aber vielleicht kann den Gomez gar nicht. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Schweinsteiger kann den Ball hier vielleicht bei Latein auf groß. Genau, kurz ablegen. Aber das dauert zu lange. Der Gegner schlägt sich bis hierhin gut, muss ich sagen. Sehr gut. Gökhan Töre, ich glaube, der hat mal bei Hamburg gespielt. Beim HSV. Das Radar ist ja in 3D. Das fällt mir jetzt gerade auf. Also merkt man, ich habe jetzt auch zum ersten Mal dann aufs Radar geschaut. Oh, schöner Ball hier auf Özil. Oh, schlechte Ballmitnahme. Übersteiger und dann, oder Exit-Move und dann kann er den Ball rausspielen. Aber der Ball, der wird noch heiß sein, richtig. Ach, schlecht geführt von mir. Reus kommt aber noch ran. Nochmal ran. Hält er den drinne? Jawohl. Die Flanke jetzt vielleicht auf Özil, aber kommt nicht durch. Jetzt beginnt hier die PlayStation 3 zu lüften. Ich habe ja schon ewig auch nicht mehr auf PlayStation 3 aufgezeichnet. Ah. Also ich finde jetzt gerade vom Gameplay her ist es doch gar nicht so unterschiedlich wie normales FIFA. Können wir mal hier steil auf Müller spielen, aber Kahner, Zahner,
ist dazwischen, macht er gut und dann ein sehr, sehr guter Ball. Also ich finde auch, der Gegner spielt dafür, dass ich eigentlich das bedeutend bessere Team habe. Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel besser Deutschland ist als die Türkei. Aber macht er das eigentlich ganz gut. Özil und Gomez haben hier die Position getauscht. Özil dann jetzt leider körperlich nicht auf einem Niveau mit Gomez. Aber jetzt kommt die Flanke auf Gomez. Die kommt leider zu sehr, zu flach rein. Ich glaube, ich weiß jetzt, also ich frage mich, ich muss gleich nochmal die Demo spielen, weil das werde ich vielleicht gleich auch nochmal kurz erklären, warum ich gerade da so die Vermutung habe, dass dadurch vor allem ein Eindruck entstanden ist, den ich jetzt hier nicht so bestätigen kann. Ah, das zeige ich nachher gleich mal. Kann hier unten, ja, kommt auf Schweinsteiger, dann können wir schön Reus schicken. Reus zieht da den Turbo an. Jetzt haben wir drei Gegner hier. Und dann gibt es das Foul. Und da natürlich dann auch ein Freistoß. Ne? Gute Position, sage ich immer wieder. Die Freistoßwerte hervorragend, wie man die nicht erkennt von demjenigen, der gerade Schütze ist. Das ist ja geil. Also tut mir leid. Ich weiß, dass es ungefähr 85, 84, 84 ist. Aber das erkennt man super schlecht. Ich mache es trotzdem mit Reus. So. Kommt gar nicht schlecht auf Özil, der mit dem Kopfball und setzt das Ding knapp übers Tor. Sieht man es an meinem Replay. Ich muss ehrlich sagen, dieses Logo zur WM, ich kann es mir nicht mehr anschauen, ohne dass ich einen Facepalm sehe. Also für diejenigen, die wissen, was ein Facepalm ist, ich glaube, ihr wisst dann auch, was ich meine. Diese Hand, die ins Gesicht greift. Ich kann mir das Logo nicht mehr anschauen, ohne dass ich nicht da auch diesen Faceform sehe. Das ist echt. Özil. Ach. Oh, schöner Heel-Chop und dann der Schuss. Gomez geblockt und dann ist Volkan. Ich glaube, Volkan Demirel ist da, kann den Ball aufnehmen. Falls es jetzt nicht Volkan Demirel sein sollte, dann tut's mir leid. Aber das ist, glaube ich, der Torhüter. Auch schon sehr, sehr lange bei den Türken im Tor. So, ich würde sagen, ganz ehrlich, es ist mal langsam Zeit für den ersten Treffer. Den machen wir jetzt auch mal. Ja, zu früh gefreut, will man mal sagen. Na, das finde ich jetzt gerade ein bisschen schade, dass Hummels da nicht richtig rangeht. Aber du kommst dann doch jetzt hier und jetzt auf Müller vielleicht. Auf Müller. Ah, da wird es wieder zu eng. Zahner ist wieder da. Kahner. Wahrscheinlich Kahner, ja. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Türkischen Namen fehlt mir jetzt auch so ein bisschen die Expertise. Oben läuft Reus, der schön. Der Ball, der kommt auch. Aber Semih ist da. Gomez jetzt hier mit dem Ball. Und dann ist das 1:0. Alter, da hat aber auch ordentlich guten Fund dahinter gesteckt. Und Jogi Löw rastet aus. Der freut sich wahnsinnig. Ich habe auch direkt das Jubelei abgebrochen. Hier sieht man aber vor allem die Fans. Und den Ball bekommt er gut vor die Füße. Und dann sieht man, zack, trocken abgeschlossen. Und dann einfach gut in die Ecke platziert. Da ist dann der Volkan komplett chancenlos. Glückliches Tor auf jeden Fall, weil es so nicht geplant war. Macht den Anschlusstrick. Will da mal testen, ob das auch bei der Weltmeisterschaftsspiel so gut geht. Oder ja doch, WM. Ich nenne es jetzt einfach wahrscheinlich WM-Spiel. Mal hier mal auf Reus jetzt steil. Ja, 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 ja. Aber Gökhan Gönül ist da. Ah. Sehr schöner Ball jetzt hier auf Schmelzer. Oh, die Überzahl auf den Außen erzeugt. Muss ich mal abbrechen. Ich möchte nicht auf Özil flanken. Aber wenn ich jetzt geflankt hätte, dann hätte ich gesagt, ah, hier spielst du mir nur flanken. Und dadurch, dass dann auch Özil da ist, sehe ich dann auch nicht die Chance, dass der reingeht. So. Jetzt sieht man die Freistoßwerte ein bisschen besser. Das lag wahrscheinlich auch am Publikum im Hintergrund. Groß ist natürlich auch ein guter Schütze. Soll ich mal einfach einen reinschießen? Habe in der Demo im Übrigen auch schon die Vollspann-Variante getestet und erfolgreich getestet. Nur leider ist das, also die Vollspann-Freistoß-Variante, nur leider ist das jetzt hier nicht eine Position. Oh, Müller mit dem Schuss, der geblockt wird, hat er sich schön durch ein paar Leute durchgetankt. Und auch Özil. Na, Schweinsteiger macht das auch nicht schlecht. Und dann ist wieder Volkan da, kann den Ball aufnehmen. Oh, sehr guter Foot-to-Foot.
Der Futterfut war sehr schick, muss ich sagen. Also Gomez und Özil tauschen verdächtig häufig die Positionen. Fällt mir gerade mal so auf. Aber mein erster Eindruck ist, ich muss sagen, mir macht Spaß. Also mir hatte die Demo vom Spielgefühl her nicht so gefallen. Das finde ich jetzt doch wieder mehr am richtigen FIFA dran. Und das macht mir Spaß. Und der Ball läuft gut, schade, dass er jetzt hier abpfeift. Aber fand es bis jetzt ganz lustig. Mir haben jetzt noch die entscheidenden Kracher irgendwo aufs Tor gefehlt. Dennoch habe ich es ganz gut im Griff, das Spiel. 1-0 ist aber natürlich ein brandgefährliches Ergebnis. Und aber es macht Spaß. Ist natürlich irgendwo schade, dass er jetzt mit Türkei spielt, was ein schlechteres Team ist. Kann ich mal, glaube ich, ganz so bewusst äußern. Ja, auch ein schöner Ball. Die Abwehr ist gar nicht so gut formiert. Jetzt können wir vielleicht auf Özil hier wieder in die Mitte ablegen. Oh. Leider klingt das dann nicht, aber jetzt hier in die Spitze von Schweinsteiger wäre das gewesen. Der Ball läuft sehr schön. Jetzt können wir da in die Gasse reinlegen, aber der Ball kommt gar nicht an. Der auch nicht. Schusstäuschung. Und jetzt hier oben auf Reus. Das ist eine gute Position, den können wir reinlegen. Und an den Innenpfosten, aber da kommt Groß angerauscht. Tieflieger Groß mit dem 2-0. Und auch hier ist Jogi Löw am Ausrasten, freut sich. Die deutschen Fans am Ausrasten mit den geilen Brillen am Start. Ja, wir sehen relativ affig aus, muss ich mal gerade ganz ehrlich sagen. Aber gut, Tieflieger Groß hier kommt da zwischen die beiden Verteidiger reingeflogen, riskiert alles. Auch vielleicht, dass ihm das Gesicht eingetreten wird vom Verteidiger. Aber das nimmt dann Kauf für Deutschland bei der WM. Ist das ihm auf jeden Fall das Ganze wert, hier für so eine kleine Vorentscheidung zu sorgen oder zumindest für Klarheiten. Hier machen wir es mal genauso, das hat eben schon mal sehr schön funktioniert. Von Lahm auf Müller, jetzt auf Schweinsteiger. Sehr viel Dynamik im Spiel. Ziehen wir mal in die Mitte, legen wir hier auf Özil zurück und dann hier vielleicht auf Gomez in den Lauf. Und dann wieder der nächste Abschluss, aber der einfach viel zu schwach. Das Problem war einfach, dass der Ball zu spät angenommen wurde, ein bisschen zu steil war. Und dann der Torhüter schon so weit draußen war. Muss ich dann vielleicht noch mehr im 1 gegen 1 gegen den Volkan lösen? Gegen den Volkan, meinen alten Kollegen. Oh, da bin ich doch dazwischen eigentlich. Oh, sehr schöner Ball. Wird er vielleicht. Oh, ich hätte darauf spekuliert, dass er lupfen möchte. Deswegen habe ich nur kurz angedeutet, ihn heute rauszuholen. Hätte aber trotzdem sehr gefährlich werden können. Lupfen wäre hier sicherlich eine gute Option gewesen. Also zumindest basierend auf meinen FIFA 14 Kenntnissen. Da muss man ja auch mal schauen. Es gibt wahrscheinlich ein paar Sachen, die hier anders sind. Ein paar zumindest, denke ich. So. Können wir hier vielleicht auf. Nee, das war zu doof gedacht. Aber fast den Ball abgenommen. Jetzt von Selçuk auf Turan oder auf Ada. Der auf den Außen. Technisch sehr starker Spieler, sehr guter Dribblingwert. Kommt jetzt hier auch mit der Flanke, aber Groß. Arbeitet schön nach hinten mit. Gomez zieht da vielleicht den Sprint an. Gomez muss ja auch sagen, schwächerer Antritt. Aber dann, wenn der mehr an Fahrt ist. Dann kann der aber auch gut wegziehen, ne? Jetzt machen wir den langen Abwurf. Kann der Neuer. Kann er auch sehr schön auf Gomez hier. Das zeigt doch mal hier. Jetzt ist vielleicht der Gomez gut in Fahrt. Break the ball ein bisschen einsetzen. Ah, klappt nicht ganz. Legen wir mal auf Müller. Oh, ist das ein geiler Ball von Gomez. Da sieht die Abwehr aber gar nicht gut aus. Und die türkischen Fans, die können es nicht wirklich glauben. Die sind sehr enttäuscht. Aber das war richtig schön abgelegt von Gomez. Auf Müller und das, ich hoffe doch, bei der WM sehen wir ähnliche Co-Produktionen zwischen den beiden. Das hat mir nämlich richtig gut gefallen. Und ich würde ja jetzt sagen, damit ist vielleicht der Viertelfinaleinzug ja schon fast in trockenen Tüchern. Das Problem ist nur, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wir im Achtelfinale stehen oder ob wir noch in der Vorrunde sind. Aber zumindest den Community-Durchschnitt, den ich da vorhin gesehen habe, den dürften wir jetzt momentan nach aktuellem Stand ein bisschen auf jeden Fall, was die Gegentore betrifft, verbessern. Özil jetzt hier mit einem schönen Laufweg. Kommt der Ball? Nee, der kommt zu Wang. Und dann ist der Torhüter wieder da. Das hätte er fast rausspielen können. Das macht dann Müller dafür. Ein bisschen viel Risiko, was ich da gehe. Und die Tore, die haben mir gefallen. Also das hat Spaß gemacht gerade. Ich will noch mehr schießen. Der ist nicht im Abseits, der Özil. Den können wir mal lupfen, oder? Lupfen! Und das wird der vierte Treffer aus
knapp 22 Metern, würde ich jetzt mal sagen, gibt's Treffer Nummer 4, diesmal von Özil. Teuter wird rigoros rausgeholt und dann, ja, sind sogar 25. Schön reingechippt, mittig aufs Tor und da ist der Teuter dann, wenn er da so abschließt, chancenlos. Nach einem etwas behäbigen Einstieg, ja, ich glaube, Müller gerade mit einer neuen Animation, diesen seitlichen Ballannahme, wenn ich jetzt nicht vertue. Özil vielleicht mit dem Schlenzer? Nee, müssen wir hier noch nach innen ziehen. Ziehen wir wieder nach außen. Jetzt kommt der Schlenzer vielleicht. Wird geblockt von Ömer Toprak, den kennen wir aus der Bundesliga. Und da zu schnell in die Spitze, Schein auch aus der Bundesliga natürlich. Können wir durchchippen? Oh, leider geblockt hier von wieder von Toprak. Gibt zumindest den Einwurf. Ablegen wollte ich eigentlich mit dem Kopf, aber... Boah, wenn ich da den Ball bekomme, da ist nämlich entweder Schweinsteiger oder Groß jetzt wert reingekommen. Und können wir durch... Oh, nochmal lupfen? Ah, das war dann zu viel des Guten. Oh, da läuft er jetzt dann einfach gerade wächst durch. Damit habe ich nicht gerechnet. Schön. Vielleicht hier auf Gomez. Ah, setzt er sich nicht durch. Aber vielleicht kann er nachsetzen. Ja, er kann nachsetzen. Gökhan Gönül. Gomez sucht das Dribbling, wie man es von ihm kennt, ne? Groß jetzt hier und dann Schweinsteiger jetzt wahrscheinlich mit dem Schuss. Und das 5:0. Eigentlich hatte ich ja jetzt vor, den mit Groß in den Winkel zu zimmern. So war es jetzt eher flach ins Eck von Schweinsteiger. Und das 5:0. Das ist natürlich geil, weil Deutschland hast du mit Schweinsteiger und mit Groß zwei Spieler im Rückraum stehen, die dann einfach solche Bälle eiskalt verwerten können. Mit Groß hätte ich es eben auch besser machen können, denke ich. Ich habe noch eine Bewegung zu viel gemacht, einen Wackler. Oder läuft er? Also ich habe das Gefühl, zweite Halbzeit hat der Kollege hier einem Kollegen den Controller gegeben. Also so scheint es mir. Und ich fand, in der ersten Halbzeit war er bedeutend besser im Spiel. Jetzt Gomez nochmal mit einem schönen Schuss. Aber Volkan ist da rechtzeitig draußen. Also ich habe so das Gefühl, kann ja gut sein, das Spiel ist neu draußen. Dann zockt man mit seinem... Ey, komm mal vorbei, ich habe hier das neue FIFA 2014 Weltmeisterschaftsspiel. Und dann haben die gesagt, okay, dann spielen wir online und du spielst eine Halbzeit, ich spiele eine Halbzeit. Wenn ich das erste Mal, dass ich davon höre, dass das Leute machen. Ich wollte auf Schweinsteiger spielen, der Ball wäre auch einfacher durchgekommen. Oh, jetzt hier auf Gomez. Ja, nicht gute Ballmitnahme. Ich wollte sagen, es sah kurz aus, hätte sein können, dass er schafft. Ich habe darauf spekuliert, dass er schafft. Hat er nicht. Müller jetzt hier. Kann er auf Schweinsteiger durchlegen, oh Gott. 2x4 Flanke vielleicht auf Gomez. Oh Gott, was ist das denn für eine Flanke? Total verunglückt. Halt mal drinne, halt mit drinne. Oh, Reus legt aber hier ein Solo hin und dann die Notbremse hier vom Gegner. Ist aber mal sowas von hinten in die Beine reingegrätscht. Junge, Junge, Junge. Da habe ich mit Reus mal einen rausgepackt. Also das ist eigentlich so klar rot gewesen. Ich habe einen Rainbow gemacht. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt erkannt hat. Falls nicht, ich habe einen Rainbow gemacht, der sogar erfolgreich gekommen ist. Nur dann hat der Gegner halt, sag ich mal, zu Ultima Ratio gegriffen und mich ordentlich von den Beinen geholt. So, links unten platziert Schweinsteiger mit dem nächsten Treffer. Das 6:0 und die Leute auf der Fanmeile, die rasten aus. Wie man es halt kennt, dass auch während der Live-Übertragung von der WM während dem Spielen Bilder von der Fanmeile gezeigt werden. Das hatte ich mich halt schon vorher gefragt. Also das ist eigentlich nicht normal. Der Schiedsrichter pfeift ab. Das Spiel ist ziemlich eindeutig jetzt in eine Richtung gelaufen. Und es stand 1:0 zur Halbzeit. Ich würde sagen, wie gesagt, da war ein Controllerwechsel ist da vonstatten gegangen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Mir hat es aber, wie man vielleicht gemerkt hat, auf jeden Fall Spaß gemacht. Bei so einem Ergebnis nicht verwunderlich. Schon gewusst. Nee, ich möchte vielleicht nochmal ganz kurz das Foul zeigen. Aber das sieht man leider nicht. Man sieht es, dass man es nicht sieht. Das letzte war von Ada, der Schuss. Und ja, eigentlich ein schöner Einstieg, muss ich sagen, in das Spiel. Wir können jetzt mal kurz gucken, gehen wir hier raus, was jetzt als nächstes passiert. Denn wir sind vielleicht ins Viertelfinale eingezogen, vielleicht noch in der Gruppenphase. Ich bin gespannt, aber das ist dann ähnlich wie, sage ich mal, ein Ultimate Team, dass man, oder auch Pokalen, wie man sie im normalen FIFA kennt. Man spielt sein eigenes Turnier und spielt dann gegen Leute, die ähnlich weit sind.
Nur, dass man hier quasi dann auf verschiedene Teams zugreifen kann, was natürlich auch normal ist bei normalen FIFA. Aber okay, also, das ist natürlich strange. Ich weiß nicht, wie sie das jetzt konsequent machen wollen. Weil ich bin jetzt anscheinend in der Gruppenphase. Ich habe jetzt gegen die Türkei gespielt. Wie macht jetzt die Türkei weiter Spiele? Wird das denn simuliert? Oder wie ist da der Ablauf? Wenn ihr versteht, was ich meine. Weil ich glaube nämlich nicht, dass das jetzt wirklich fest ist. Ansonsten müsste ich erwarten, bis jetzt der Kollege, gegen den ich gespielt habe, auch seine Spiele gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, dass dann die Sachen simuliert werden oder so. Ja, jedenfalls habe ich jetzt hier einen starken Auftakt in die Gruppenphase gehabt, nämlich mit einem 6:0. Also ähnliches würde ich mir auch wünschen für den Auftakt von Deutschland bei der richtigen WM. Mein bestes Ergebnis. Ich habe doch jetzt schon ein Ergebnis erzielt. Warum wird das denn nicht angezeigt? Aber gut, vielleicht auch erst, wenn ich das Turnier abgeschlossen habe. Jedenfalls ist das jetzt mal so ein kleiner Einblick hier gewesen in das WM-Spiel. Und ich würde sagen, ich würde dieses Turnier dann auch irgendwie auch zu Ende spielen. Ich werde jetzt, denke ich mal, noch zwei Aufnahmen machen, bevor ich dann auch über Ostern zu Hause bin. Und da werde ich, denke ich, jetzt hier die Gruppenphase noch zu Ende spielen. Also ihr werdet auf jeden Fall jetzt noch ein paar Videos dazu sehen. Das soll es von mir erstmal jetzt hier gewesen sein, von dieser Ausgabe oder von diesem Video. Bis zum nächsten Mal, halt euren Kasten sauber, euer Tess. Come on, come on, come on, come on!